Herzlich willkommen zu einer weiteren Part von Die Grey. Ne, ernsthaft, ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von Grey. Und diese scheiß Babys sind immer noch hinter mir her. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Okay, deutlicher. Moment mal. Hä? 2, 4, 1, 2, 3. 3, 2. 2, 4, 1, 3, 2. Okay. 2, 4, 1, 3, 2. 2, 4, 1, 3, 2. 2, 4, 1, 3, 2. Stirb. 2, 4, 1, 3, 2. Ah! 2, 4, 1, 3, 2. Ist doch schwul. Hä? Also das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Da stand doch so schön so eine Zahl drauf. Das war die doch. Das war doch die Zahl. Wollt ihr mich verarschen oder was? Wo ist denn die Bohrmaschine? Ah, da. Wo ist das Scheißding? Okay. Ja gut, dann ich guck nochmal drauf. Hä? 2, 4? Oh, jetzt hat gerade Facebook sich gemeldet. Auch sehr schön. 2, 4, 1, 3, 2. Ja, 2, 4, 1, 3, 2. Oder soll das eine 7 sein? Ich kann es auch versuchen. Also, versuchen wir das nochmal. 2, 4, 1, 3, 2. 2, 4, 7, 3, 2. Okay, vergesst es. Hier kommen wir wohl nicht rein. Tja, das ist jetzt echt doof gelaufen. Da stand doch so schön auf diesen Kistchen eine Nummer drauf. Die hätten wir so wunderbar eingeben können. Tja, ich werde den Hidden Code wohl nie kriegen. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Da bin ich echt traurig. Ich bin traurig. So, aber trotzdem bewegen wir uns jetzt mal in Richtung Ziel. Ist natürlich nicht gesagt, wann das der Fall sein wird. Jetzt natürlich noch nicht, das ist klar. Ja. Ich fange immer mehr an, die Bohrmaschine zu lieben als Waffe. Leider ist sie jetzt schon wieder kaputt. Die Bohrmaschine ist kaputt. Naja. Tja, man kann halt nicht mit allem zufrieden sein. Man hat auch mal seine schweren Zeiten. Ja, das stimmt. Hier würde ich auch nicht gerne bleiben. Ah, haha. Ja, natürlich. Erstmal speichern. So, hier liegt also... hier ist also seit Monaten alles tot. Und was ist natürlich? Der Busch ist immer noch hier. Das ist klar, natürlich. Ey, das kannst du ja... Das kannst du mir echt nicht verkaufen. So dumm bin ich nicht. Yeah. 2, 4, 1, 3, 2. Da steht doch extra der scheiß Code drauf. 2, 4, 1, 3, 2 hier auch nochmal. Alter, was mache ich falsch? 2, 4, 1, 3, 2. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass das keine 2 sein soll. Nee, warum denke ich überhaupt darüber nach, ob das eine 3 sein soll am Anfang? Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch sehr ersichtlich eine... Ich sehe einen Schatten. Nicht mit mir. Komm raus da, du Vogel. Tja, der Spaß, der wird sich nicht mehr melden. Ich würde liebend gerne in diese Tür rein, aber da müsste ich erstmal einen Code für finden. Na schön. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Ach, hier sind ja extrem viele Kartons. Pff, oha. Ach nee. Na schön, dann mache ich sie doch kaputt. Ich glaube eh nicht, dass das jetzt noch vonnöten ist, die hier irgendwie stehen zu lassen. Wir brauchen die Deckung nämlich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, das ist sehr schade, aber leider wahr. So, und ich suche jetzt immer noch nach dem Code. So leicht lasse ich mich nicht abwürgen.
Irgendwie können die Kartons völlig weggeworfen bleiben. Die brauchen wir nicht. Die sind voll für den Arsch, ey. Braucht keine Sau. Okay, bevor ich jetzt da reingehe, da will ich gerade eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht reingehen. Schaue ich mich hier noch ein bisschen um, vielleicht finden wir den Code. Und es würde zwar naheliegen, dass man Anita irgendwie in Zahlen umwandelt, aber N ist ja schon, ja, ist größer als 9, sozusagen. Ach, guck mal, da sind sogar noch ein paar Kartons. Das sind zum Glück keine Stahlkartons, ich glaube, da hätte ich mich jetzt auch wieder aufgeregt. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Na, irgendwas? Ah, guck mal, da sind nochmal Batterien. Das haben wir schon mal übersehen. Jo. Hier muss es doch hier muss es doch irgendwo weitergehen. Das kann doch nicht das Ende sein. Okay, wenn ich den Secret Code nochmal finden sollte, dann werde ich es im nächsten Part auf jeden Fall zeigen. Tja. Wir müssen jetzt in diese komische Zelle rein. Und da möchte ich eigentlich gar nicht rein. Wir nähern uns langsam. Langsam, aber unsicher. Ich hab Schiss. Ey, voll Schiss, Alter, ich schwöre. Ach, da ist schon wieder der Gurt. Da kann man sich schön angucken. Mach mal hier Tür zu. So, lesen wir uns das mal durch. Hä? Was passiert jetzt? Nein. Was ist los, Anita? Hast du wieder irgendwelche geistigen Probleme? Hallo? Nein. Die Tür ist zu. Nein. Nein. Ich will raus. Aber ich kann mich nicht beruhigen. Ich will hier raus. Lass mich raus, du scheiß Schlampe. Lass mich raus. Was? Oh, das war Gray und wir haben es anscheinend in 116 Minuten und genau 0 Sekunden durchgespielt. Wow. Memos found. Okay, okay, 90 Kills. Ja, das waren doch ein paar Monster, die waren ganz lustig. Ja. Tja, es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Wunderbar entwickelt vom Depressing Team. Also ich muss echt sagen, dieses Spiel ist, boah. Also das ist genau das Spiel, was ich als Shooter immer gesucht habe. Eigentlich, um das mal zu Let's Playen. Und deswegen hat es mir mega viel Spaß gemacht. Es war auch richtig geil, dass so viele von euch seit dem ersten Part dabei waren. Das war richtig schön. Und es macht mich einfach nur stolz. Ich habe jetzt noch ein paar Projekte mit euch vor. Und jetzt wird erstmal wahrscheinlich Postal kommen. Da werde ich mich jetzt erstmal richtig schön reinhängen. Ach ja, und das wird dann richtig nice werden. Tja. Ja, insgesamt, es gab viele Monster, wie soll man das sagen, schönes Spiel. Es war sehr psychohaft manchmal an manchen Stellen, aber doch eigentlich ganz ausgeglichen. So, und hier sind noch ein paar Donation-Mentions sozusagen. Hier werden nochmal die Leute so ein bisschen dargestellt, die für das Spiel anscheinend gespendet haben. Da finden wir übrigens auch den PewDiePie irgendwo drin. Dürft ihr gerne mal suchen, ist auf jeden Fall mit in der Liste. Oh yeah, Woma. Okay. Ja, wir haben die lustigsten Leute hier bei. Tja, und ich bin etwas enttäuscht, dass das schon wieder gewesen ist, aber ich kannte die Story ja eh schon. Hoffentlich habe ich die ganze Zeit über nichts gespoilert. Müsste ich eigentlich hingekriegt haben. Tja, und ich bedanke mich bei dir. Genau bei dir. Ja, ja, genau bei dir. Dass du hier die ganze Zeit zugeschaut hast oder zufällig auf dieses Video geklickt hast. Ja. Hardcore Mode and Challenge Maps has been unlocked at the main menu. Play Hardcore for new enemies, modified maps, a new ending, beziehungsweise das Richtige, and much more. Also, wenn ihr den Hardcore Mode sehen wollt, dann schreibt's in die Kommentare. Ich muss leider die Musik am Ende dann rausnehmen, in der Endsequenz, weil ich sonst von der GEMA in den Arsch gefickt werde. Tja, wir sehen nur noch einen schwarzen Bildschirm und ich bedanke mich nochmal extrem. Ach so, jetzt sind wir wieder im Menü. Okay. Ich bedanke mich nochmal extrem fürs Zuschauen und den Hardcore-Mode würde ich sehr, sehr gerne nochmal irgendwann machen. Da gibt es dann
Boah, das ist dasselbe Spiel nochmal, aber viel extremer. Das wird zweimal so lange dauern, das durchzuspielen, aber wird noch extrem krank werden. Da gibt's dreiköpfige Gegner und so eine Scheiße. Und kaum Munition im Vergleich zu dem, was wir hier hatten. Und das wird richtig krank werden. Richtig krank. Ja, auf jeden Fall werde ich mich aber erstmal jetzt an andere Projekte setzen. Gray ist ein Spiel, was ich auch freizeitlich noch ein bisschen spielen werde. Also, ja, wird noch wahrscheinlich irgendwann kommen. So, Frage ist natürlich nur wann. Das schiebe ich dann auf und ich lasse euch dann in so einem Video nochmal ein bisschen mitbestimmen irgendwann. Na, ich mache ja jetzt immer diese Community-Videos, wo ihr dann mitbestimmen dürft. Na gut, dann in dem Sinne haut rein, wunderschönen Sonntag oder was auch immer ihr gerade für einen Tag habt. Bei uns ist auch gerade Sonntag.